Und wir sind wieder zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ich hatte euch ja im letzten Part versprochen, dass ich heute Abend noch ein Dungeon besuchen werde. Es ist der Mogushan-Palast geworden. Abends stimmt jetzt nicht mehr ganz, wir haben es schon wieder 12:30. Irgendwie, verschiebt sich sowas irgendwie immer in die frühen Morgenstunden bei mir. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, wir haben jetzt Freitagmorgen, genau. Freitagmorgen 12:30 und ich bin wirklich überrascht, dass wir einen Instanzenweit bekommen haben, eine Instanzgruppe. Und so wie das für mich jetzt hier ja auf den ersten Anschein aussieht, haben wir hier so eine Gruppe, die die es ziemlich eilig hat. Sowas hatten wir ja schon öfter mal, also Gruppen, die irgendwie es gar nicht schnell genug schaffen konnten, da durchzukommen, habe ich ja auch schon öfter mal drüber gequatscht. Finde ich ja eigentlich nicht so nice. Ich finde gerade so Oldschool-Instanzen, alles so, was um Vanilla ist, muss man eigentlich genießen. Da sollte man nicht durchrushen. Das ist irgendwie nicht schön, finde ich. Jetzt bei der Instanz geht's noch, aber für ein Let's Play ist es natürlich auch wirklich nicht so toll, wenn du da jemanden hast, beziehungsweise in diesem Fall ist es unser Tank hier, unser Dudu-Tank, der, glaube ich, full Level-Gear hat, so wie der Gas gibt. Also wenn der keinen Level-Gear hätte, dann könnte das eigentlich niemals so tanken. Also ich wette, der hat Level-Gear. Also anders ist es für mich eigentlich nicht erklärbar. Ich schau mal eben. Ich sage es dir schon. Der hat full Level-Gear. Das kannst du natürlich... Da habt ihr es auch gerade gesehen, ne? 443 wird das hochgewertet. Das ist natürlich einfach nur ultra. Ultra krass, also einfach nur lächerlich. Absurd hohe Werte auf den Items durch das Level Gear. Das ist ja, das vergisst man auch oft. Das ist ja nicht mal so, dass das Level Gear irgendwie nur diese EP dazu geben würde, ja, oder dass sie nur so gut wäre, weil sie diese Bonus EP gibt beim Level. Nein, das Besondere an den Erbstücken ist einfach meiner Meinung nach, dass sie ja unverhältnismäßig krasse Stats geben. Also vor allen Dingen so im Vergleich zu anderen normalen Items, die man jetzt so in Dungeons bekommt. Also die Levelwaffe, die er da jetzt zum Beispiel hat, die ist so stark, der wird nichts vergleichbar Starkes in irgendeiner Instanz hier finden, die er auf seinem Level besuchen kann. Es wird immer unser Vorrecht sein, das Schicksal und das erste Mal, wo wirklich diese Levelwaffen wirklich deutlich schlechter sind als Items auf demselben Level, das sind halt diese Waffen im Endcontent. Also wenn du jetzt so eine Levelwaffe auf Level 100 bringst und dann noch Raiden gehst und dann so eine epische bekommst, die ist dann natürlich stärker, klar, ja. Ansonsten wäre es ja absolut lame, wenn würden ja alle nur mit Level G rumrennen, selbst im Raid. Aber, naja. Man hört schon wieder bei mir, dass ich kein großer Fan dieser Level-Items bin. Hat der Dudu erstmal auch direkt hier Sprinten gezündet. Nicht Sprinten, sondern hier dieses wildes Brüllen. Das kann ja Dudu ja, dann kriegen die Gruppenmitglieder irgendwie so eine gewisse Zeit lang so einen kleinen Speedboost. Eine ganz nette Fähigkeit. Ja, es gibt insgesamt übrigens drei Bosse in dieser Instanz. Ich guck mal eben kurz, was für Loot die für uns haben. Prüfung des Königs hatten wir gerade am Anfang. Hätte von uns einen Handschuh droppen können. Gekkan ist der zweite und Xin der Waffenmeister der dritte. Xin droppt sogar eine Waffe für uns. Wäre natürlich ganz nett, wenn wir die bekommen würden, auch wenn ich ja alles dagegen setzen würde, weil wir wissen ja mittlerweile, dass ich kein Händchen habe, was Loot angeht in World of Warcraft. Und dass mir da das Schicksal doch tatsächlich dann doch ins Gesicht guckt und sagt, hier links und rechts, dann gebe ich es lieber wem anders, als bevor du das bekommst. Ja, also das hatten wir ja auch schon öfter, dass dann tatsächlich das Item kam, was ich gern haben wollte und dann würfelt's mir irgendwer weg. Komplett random. Was ist das für ein Schlüssel, den wir gerade bekommen haben? Uralter Mogu-Schlüssel. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Ich wusste gar nicht, dass es noch so außerhalb von irgendwelchen Dungeons und auch in Dungeons überhaupt, dass es überhaupt noch irgendwelche Schlüssel gibt. Übrigens, dieser Debuff hier, diese Verhexung, ist ein richtig mieser Debuff, der das Zaubertempo verringert. Das musste vorher immer sofort decursed werden. Ansonsten
war halt ganz schnell Schicht im Schacht übrigens, diese Truhen hier, beziehungsweise diese Wissenschaften, die in diesen Truhen zu finden sind. Die brauchen wir für die Quest. Davon gibt es noch ein paar jetzt hier an der Seite, da gehe ich dann nachher hin. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich glaube, so ist es am besten. Die Orakel heilen, ne? Ich glaube schon. Das ist übrigens jetzt auch gerade eine wunderbare Situation. Der Dulu-Tank verpisst sich vom Trash, um da oben die beiden Kisten einzusammeln. Legendary. Und der Hunter pullt direkt los. Geht's jetzt dazu? Ja, ich gehe jetzt auf den Verhexer hier. Das war früher sehr wichtig, dass jemand auf den Hexer gegangen ist, beziehungsweise der in Dauer-CC war. Ich lege ihn jetzt einfach hier mal schnell um, beziehungsweise versuche es. Hoffe natürlich, dass der hier da von dem Orakel rechts nicht durchkommt. Das lädt immer noch auf. Tötet Siri. Jetzt hat er sich doch geheilt. So viel dazu. Aber wie gesagt, man muss den eigentlich schnell killen, weil, Alter, der schmeißt die ganze Zeit mit Shadow Balls und castet dann immer noch die ganze Zeit diesen Debuff, der die cursed werden muss. Ist also auch noch mega Mana-intensiv dann. Das ist so eine Sache, das muss ja nicht sein. Also das ist dann doch schon ein bisschen lame, wenn man den die ganze Zeit am Leben lässt. Also früher war die Taktik halt, dass man den in den Schieb setzt. Das habe ich jetzt in diesem Kampf nicht getan. Hätte ich aber eigentlich gut machen können. Aber wie gesagt, das ist halt, in dieser Instanz ist gerade keiner so wirklich drin. Das ist reines Tank and Spank. Einfach nur schnell umratzen und weiter geht's. Da kann ich mich eigentlich in diesem Moment nicht wirklich darauf verlassen, dass jemand tatsächlich so einen Schieb durchgehen lässt. Ja, also da ist doch eigentlich immer sofort jemand dabei, der da mit seinen Hots oder so den Schieb wieder instant rauskloppt. So war es jedenfalls immer bis jetzt. So, ich werde jetzt mal eben kurz noch die Truhen looten, das, was der nette Tank-Dudo vorhin die ganze Zeit schon gemacht hat, als wir noch im Kampf waren. Also das habe ich ja auch gerade schön auf Band aufgenommen. Das ist auch echt eine Legendary-Aktion gewesen. Das erinnert mich dann wieder an unsere Höhlen des Wehklagens. Das war, glaube ich, nicht mit dem Mage, ne? Das Höhlen des Wehklagens, das war mit Hanare, wo wir da waren, wo wir da diesen Tank hatten. Ich weiß nicht, was für eine Art Tank. Auf jeden Fall muss man ja in den Höhlen des Wehklagens diese Pflanzen einsammeln und der Tank war dem war scheißegal. Er hat gepult und ist dann zu den Pflanzen gerannt. Die Mobs sind durch die Gruppe durch und haben da alles umgehauen. Das war dem Tank scheißegal. Er wollte seine Schlangenwurzeln, seinen Schlangenwurz, ich weiß gar nicht genau, was das für Pflanzen waren. Auf jeden Fall diese Pflanzen in HDW, wo es ja jetzt mittlerweile mehr als genügend gab. Ja, also früher, es war ja diese Quest in HDW, das ist eigentlich so diese Urquest, die eigentlich so bei den Leuten die Urgier geweckt hat, ja. Jeder ist sich selbst der Nächste nach dem Motto. Einfach nur, nein. Shit. Ja. Auch das war Legendary. Ja, auch das war Legendary. Ja, diese Quest war ja wohl so die erste Quest, die dieses Motto wirklich zur Geltung gebracht hat, weil es waren damals halt echt zu wenig Pflanzen da für alle 5 Leute. Also wenn alle 5 Leute diese 5 Pflanzen oder weiß nicht wie viel oder 8 oder 12, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Pflanzen es waren, als die halt alle einsammeln mussten, das ist halt nie in einer Gruppe hat halt nie geklappt, ja, weil es immer zu wenig Pflanzen gab. Das hat Blizzard halt weggepatcht. Es gibt jetzt mehr als genügend Pflanzen für alle, beziehungsweise jetzt nicht weggepatcht, sondern sie hat noch mehr Pflanzen dazu gepatcht. Die haben jetzt aber nicht den Boss gepult, oder? Nee, ich glaube, das sind die Steinfiguren, die jetzt gepult worden sind. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die den Boss gepult haben. Obwohl es schon ein bisschen lächerlich wäre. Weil ich als Einziger gewartet habe, bis wir die einzelnen Bosse auch erledigt haben. Das ist einfach so ein Motto, das ich mir gemerkt habe. Erst killt man den Trash und den Boss, dann kann man sich um etwaigen Loot kümmern. So Grundsatzbenimmregeln, aber da hält sich außer mir anscheinend hier niemand gerade aus der Gruppe dran. Naja. Kann ich noch nicht wirken? Ist ja nicht so wild. So, hier ist der Boss, der letzte. Ein richtiges Wettrennen hier. Übrigens, dieser Bosskampf ist sehr interessant. Hier spawnt gleich eine ganze Menge an Flächeneffekten, an Damage, den man avoiden kann. Wenn man sich richtig anstellt, hier jetzt zum Beispiel wird gerade dieser Flammenkranz fabriziert, da muss man jetzt raus. Jetzt bin ich von den Äxten weggekickt worden, habe mich jetzt aber schön
hier zwischen diese fliegenden Speere gestellt. Kriege ich jetzt also sehr wenig Damage ab, aber der Rest der Gruppe kriegt anscheinend gerade ziemlich aufs Maul. Der Heal hatte doch ordentlich Schwierigkeiten, da gerade alles am Leben zu halten. Ein Anhänger des Gedankenfingers ist absolut crap. Absolut crap, da kann ich nichts mit anfangen. Nein, danke, kein weiteres Dungeon. Berichtet mir von euren Reisen. Die sind unwesentlich besser. Die Handgelenke. Lebt wohl. Das gilt auch für die Hosen, für die Beine. Ist einfach jetzt nichts, was mich sonderlich weiterbringen würde. Ich kann gleich gucken, ob ich es vielleicht doch annehme, aber anlege, aber ich glaube einfach nicht. Es ist einfach, eigentlich ist es ziemlich crap. Keine Ahnung. Schau nochmal eben. Ja, dieser uralte Mogo-Schlüssel, wie gesagt, keine Ahnung, was man damit machen soll. Also. Ist ich die einzige Instanz, wo man wirklich mal diese Schlüssel brauchte, war in BRD. Da gab es so ein Boss, wo viele Tresore waren, und wenn man Glück hatte, sind bei den Dunkelelben oder Dunkelzwergen, Dunkelelben, ich sag, was sag ich, Dunkelelben, bei den Dunkelzwergen da in BRD. Da sind halt solche Schlüssel gedroppt, damit konnte man diese Tresore dann bei diesem Boss öffnen. Also erst hat man den Boss erledigt, dann hat man diese Tresore geöffnet. Und ich glaube, wenn man alle Tresore geöffnet hat, dann kam noch ein Boss. Das heißt, man hat zusätzlich Loot bekommen aus diesen Tresoren, da konnte alles Mögliche drin sein. Und, ja, dafür braucht man halt dann diese Schlüssel. Aber meistens hatten die Gruppen nicht genügend von diesen Schlüsseln, um dann wirklich diesen Boss zu beschleunigen. Und daran erinnert mich halt gerade dieser Schlüssel hier. Aber ich glaube, den braucht man nur, um diesen Quest Items da aus diesem Chaton zu holen. Was muss ich jetzt hier nicht machen? Ich drücke hier wie ein Wilder. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Sollte ich vielleicht doch mal die Quest lesen? Oder spawnen die überhaupt noch? Bin ich überhaupt schon im richtigen Gebiet? Bin ich gerade irgendwie blöd? Ich glaube schon. Irgendwas übersehe ich gerade. Was eindeutig ist. Ach nee. Ach, ja, genau. Ich muss ja die Risse der Schafe sehen. Ach, Halleluja. Ja, ich habe nichts gesagt hier. Diese Voids muss ich treffen. Einfach nur legendär. Wie kann ich das nur so failen? Also ich erinnere mich jetzt an dieses Schar natürlich und dass da unten irgendwelche Schars, Kleinschars waren. Also so kleine Dämonenviecher, die man besiegen musste, und ich dachte, die muss ich vielleicht wegbomben. Aber tatsächlich muss ich jetzt gerade hier tatsächlich einfach nur diese verdammten Voids treffen, um dann das Schar zu versiegeln. Ein Boy noch? Wo hat er getroffen? Nein, natürlich nicht. Aber der, sehr schön. Oh. Irgendwas passiert. Oh, das fällt in sich zusammen. Sieht schon besser aus. Und jetzt kann man die Jade-Statue wieder besser sehen. Easy. Quest beenden. Vernichtet 10 Schar-Echos. Genau, das sind die ich vorhin meinte. Aber die muss man halt nicht wegbomben, sondern die muss man tatsächlich per Hand auseinandernehmen. So, Quest ist angenommen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt hier nicht weiter questen, sondern ich werde jetzt nochmal einen kurzen Abstech in die Scherbenwelt machen, werde die Kristallquest abgeben. Ihr erinnert euch an die Kristallquest, die Kristalle, die wir immer auf der Netherschwing-Scherbe einsammeln mussten. Das kann ich einmal am Tag machen. Das mache ich jetzt eben mal schnell noch als Abschluss. Ja, ich finde es auch irgendwie immer schön, sich nach so ein bisschen Pandaria-Action direkt wieder nach Burning Crusade zu teleportieren. Da ist man hier zack wieder in der Scherbenwelt, hier im Schattenmontal. Ach, es ist einfach schön. Also so von jetzt auf gleich das komplette Gebiet wechseln. Stellt euch vor, das wird auch in Wirklichkeit geben. Was wird auch in Wirklichkeit gehen? So von jetzt auf gleich. In den Staaten, in Russland, in China. So ein kompletter Ortswechsel, so ein kompletter Umgebungswechsel. Wirklich von der Wüste in die Schneelandschaft und umgekehrt.
Da ist auch so eine Sache, die ich mich schon immer gefragt habe in World of Warcraft und zwar, wie wohl das Temperaturempfinden so in diesen einzelnen Gebieten sich anfühlen würde. Ich kann mir zum Beispiel jetzt hier nicht genau vorstellen, soll es jetzt hier kalt oder eher warm sein? Heiß? Eher ausgeglichen, milde, so wie bei uns in Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Kann alles Mögliche sein. Na gut, liebe Leute, ich möchte jetzt auch langsam, aber sicher zum Schluss kommen. Die Quest hier abgeben. Ich werde im nächsten Part mal gucken, was, weiß ich gar nicht genau, was ich machen werde. Ich will das mich jetzt gar nicht festlegen. Ich werde mich selber überraschen lassen. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Part dann wieder und bis dahin macht's wie immer gut. Ciao.